den Bierpreis erhöhen, ist eigentlich nicht sehr sozial, denn dabei nimmt man den ärmsten Leuten noch die letzte Freude am Leben sozusagen. Das wurde gefordert von einer Suchtberatungsstelle, wie ich das im Internet gelesen habe. Und ich bin sehr stark dagegen. Ich denke mal, dass diese Leute, die in dieser Beratungsstelle sitzen, dass denen das eigentlich sowieso egal sein können, weil die ja genug Geld haben. Das erinnert mich auch an an das eine Phänomen in der Politik, dass halt einfach Wasser gepredigt wird und der pure Wein getrunken wird. Und dabei nimmt man den Leuten aus der weniger, also die gering, dann nimmt man eigentlich den Geringverdienern die letzte Freude. Und da bin ich eigentlich stark dagegen. Man könnte andere Maßnahmen gegen den Alkohol machen, wie zum ergreifen, wie zum Beispiel die Aufklärung über das Ganze oder die Förderung von Sportprogrammen und so weiter und so fort. Aber eine Anhebung der Alkoholpreise finde ich erachte ich als sehr unsozial. Alles klar. Tschüss.